Initializing interface. Loading video protocol. Fragmentating data source, please wait. Complete. Commencing playback. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, geil. Das war das EBP, das Emergency Bertelsen Protocol. Das soll es zukünftig immer vor den Videos geben, tatsächlich. Und soll so ein bisschen zusammenfassen, was ich zwischen einer Folge zum nächsten gemacht habe. Ob die Form so bleibt, weiß ich noch nicht. Ne? Ich würde das auch ein bisschen von den Kommentaren abhängig machen. Es ist tatsächlich relativ lang. Ne? Das war jetzt bei 25-facher Geschwindigkeit etwa. 50 ist meiner Einschätzung nach zu schnell. Ich werde mal gucken, wie ich das vielleicht noch weiter reduzieren kann. Ne? Aber so dieses Fragmentierte finde ich eigentlich ganz cool. Gibt es genug zu sehen, man langweilt sich nicht nebenbei. Und ja, ne, wird so ein bisschen mein altes Intro ersetzen, das eigentlich nie so richtig wirklich gut gepasst hat. Aber wir schauen mal. Ja, jetzt aber herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Empyreon. Und ihr habt das schon gesehen, ich habe hier halt, das ist mein Heizgerät, ein wenig Sachen vorbereitet. Warum ich Computer vorbereitet habe, habe ich keine Ahnung, aber gut. Und aus irgendeinem Grund habe ich auch schon einen Kühlschrank gebaut. Ist ja schön. Ne? Und hier hinten die hässlichen Blöcke habe ich auch weggenommen. Mittlerweile weiß ich tatsächlich nicht mehr, ob ich unbedingt hier in der Basis bleiben möchte. Gefällt mir nicht so richtig mehr. Ne? Einfach auch, weil die Temperaturen nicht so geil sind. Das heißt, ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal Sack und Pack hier zusammen sammeln. Zack, mein Moped da hinstellen und dann würden wir jetzt mal wieder abhauen. Zelt, Heizgenerator und obwohl eigentlich können wir erstmal noch die nächste Quest machen. Ja, das machen wir. Ich habe unterwegs, obwohl ich das nicht wollte, so ein dusseliges Multi-Werkzeug gefunden. Fand ich ja erstmal ganz cool. Und wir gucken gerade mal. Ist das der Heizblock? Ich glaube ja. Achso, den haben wir hier noch stehen. Okay. Den stellen wir hier auch erstmal neben, weil es ist pissekalt am frühen Morgen. Zack. So. Ja, wir sollen eine Waffe fertig machen und einen Detektor. Was brauchen wir denn dafür? Ich glaube, Waffe müssen wir überhaupt erst erforschen. Gucken wir mal. Waffen. Wir hätten hier eine Schrotflinte zur Auswahl. Sturmgewehr. Dafür brauchen wir mechanische Komponenten 5, Elektronik und, ja, das war's. Das ist ja erstmal überschaubar. Zack. Und dann schauen wir mal, ob wir das herstellen können. Ob das Ding das überhaupt kann. Waffen und Werkzeuge. Kettensäge, nett. Schrotflinte, Multiwerkzeug. Nee, das kann das Teil gar nicht. Das war's dann schon mal. Nitrozellulose. Na, wie kann ich denn die herstellen? Nitrozellulose aus Pflanzenfaser. Jo, machen wir. Gut, wir craften uns erstmal eine Pistole, damit wir hier ein bisschen weiterkommen. Geil. Legen wir mal rüber. Zack, zack, zack. Und dann machen wir noch ein bisschen Mumpeln. Dann sollte das ja recht fix gehen. Oh, ein paar fertig. Und dann haben wir die Quest auf jeden Fall schon mal geschafft. Wir bleiben hier schön bei unserem Heizgenerator. Frieren uns nicht den Arsch ab. Die morgendliche frische Luft sieht nach Regen aus. Ja, ich habe was gelernt.
in der Zeit, die ich gespielt habe, man kann tatsächlich dem Sonnenuntergang entgegenfahren und ja, den auch überholen. Ne, oben rechts seht ihr, wir haben jetzt noch 8 Stunden bis zum Sonnenuntergang. Und ja, wenn wir in die richtige Richtung fahren, dann wird das gerne auch mal mehr. So, jetzt haben wir Munition. Und jetzt sollen wir noch einen Detektor bauen. Das ist der hier, zeigt die ungefähre Richtung eines Erzlagers oder einer POI, was auch immer eine POI ist, auf der HUD-Radarkarte. Nehmen wir mit. Was brauchen wir dafür? Elektronik, Glasfaser und Komponenten. Das meiste müssen wir tatsächlich sogar... Ne, wir haben nichts davon da. Schade. So, in der Zwischenzeit misten wir hier mal aus. Abgelaufene Lebensmittel können wir uns wohl schenken. Wir können noch einmal Gemüsesaft machen. Können wir nicht? Warum nicht? Ach, wir brauchen 2 Gemüse. Okay. Was ist das hier? Achso, Alien Dorn. Und hier steht das übrigens aus. Verfallszeit 16. Ja, 16 Batzen wahrscheinlich. Ja, ist ein bisschen doof gekennzeichnet. Hier 94. Ich hätte nicht so viel herstellen sollen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Bist du soweit? Ja, ein bisschen Mumpelheisch. Was ist hier los? Warum dauert das so lange? Okay. Entschuldigung. Ja, meine Stirn glänzt, sehe ich gerade. Alter Vater, ist das pissewarm. Es ist wirklich scheißwarm. Es hält kein Mensch aus. Wir haben aktuell irgendwie fast 30 Grad wieder und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ne, Sommer geht vorbei. Mein Rechner lässt das erstaunlicherweise doch relativ kühl. Aber der hat dadurch auch für gesorgt, dass der mehr als genug. Den packen wir mal hier oben hin. Zu dem Detektor, genauso wie das. Echt null Ordnung hier. So, dann haben wir den wieder drin. Und hauen wir den ganzen Scheiß hier raus. Ja, warum das hier so ist, wie es ist, keine Ahnung. Ich habe eigentlich mehr mit, als ich tragen kann. Aber, na gut. So, jetzt haben wir eine Knarre. Die nehmen wir auch noch mit. Das heißt mal gut. Weil wir sind echt ganz schön tot. Geben die eigentlich Health wieder? Ich die esse? Ich glaube nicht. Dann hätte ich schon mehr. Was gibt denn hier Leben wieder? Gesundheit, Gemüsesaft. Gut, dann gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Gemüse finden. Aber erst... Kann ich die hier eigentlich irgendwie wieder wegmachen? Ist meine Rettungskapsel. Hier hinten ist das Alien-Signal. Fahr da doch mal hin. Ah, da. Alien. Unknown Artifact. Jucken wir uns. Ne? Und jetzt sieht man hier auch, also das Ding ist so beweglich wie ein Felsblock. Das fährt sich unglaublich scheiße. Aber na gut. Wie das so ist. Wir wollen nicht wählerisch sein. Dafür, dass wir das mal fix zusammengecraftet haben. Bin ja kein Architekt, ne? Maschinenbauer, der ist wahrscheinlich eher. Aber gut. 3,6 Kilometer ist am Arsch der Heide. Und wir haben nur noch 6 Stunden, bis die Sonne weg ist. Hm. Ich glaube, davor werden wir dann einmal unser Zelt aufschlagen. Und uns ein bisschen aufwärmen. Ups. Es ist so scheiße, ey. Unglaublich. Hier so. Alter! Nerv, ey. Sowas kann ich leiden. Gib Gas. Ab durch den Dschungel. Ja, Gemüse wäre immer noch cool. Dass ich mir ein bisschen Saft machen kann und mich gleich am Hungertuch nage. Da ist Gemüse. Das nehmen wir mit. Oder? Nee. Das ist definitiv kein Gemüse. Ist das da vorne welches? Auch so ein blöder Stein. Gar keine Eins. Ich brauche Leben. Ich will mein Health-Teil jetzt nicht schon verballern. Das würde ich mir ganz gerne für Notfälle lassen. Ragnar hat ein interessantes Objekt gefunden. Was denn? Small Wreckage. Da fahren wir einmal vorbei. Das ist ja hier ganz in der Nähe. Meine Fresse. Das ist gar nicht mal so small. Das
ist auch geil, wie es einfach noch bei der zischt, ey. Und die können wir tatsächlich auch abbauen, habe ich mir jetzt mal gemerkt. Fahrwerk 2. Das aufnehmen? Ja. Ist das hier Reaktorraum oder was? Oh. Bist du Kumpel? Wahrscheinlich nicht. Stirb! Ja, damit. Ich nehme das erstmal. Irgendwann kann ich das bestimmt in den Kühlschrank packen. So, und hier gibt es anscheinend erstmal nichts zu holen. Ein Fahrwerk. Oh. Hau ab! Hau ab! Scheißviecher. Zumindest sehe ich hier nicht irgendwie ein Cargo Bay oder sowas. Das finde ich ganz schön doof. Aber gut. Kann man nicht ändern. Obwohl da oben, was ist das? Kann ich wahrscheinlich auch noch abbauen. Okay, wir fahren erstmal weiter zu unserem Alien-Artefakt. Und halten die Augen offen nach Gemüse. Das ist wieder dieser blöde Stein, der nur so ähnlich aussieht. Dino! Die Temperaturen hier sind auf jeden Fall schon mal weit besser. 17 Grad, oh, schon fallen sie wieder. Ich hätte es nicht sagen sollen. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Aber kein Gemüse weit und breit. Irgendwann Schlenker rüber. Das sind wieder Steroide, glaube ich. Ja. Also mit Steroide kann ich mich totschmeißen. Die gibt es ja hier auf diesem Planeten anscheinend an jeder Ecke. Aber ich brauche keine Steroide. Ich brauche... Gemüse. Gib mir Gemüsespiel. Alter, das Ding klebt auf dem Boden. Das ist ja auch dolle. Oh. Pilz? Gibt's du halt Gemüse? Ne, Pilze. Schade. Wir gucken mal, was kann ich damit machen? Kann ich die essen? Verfallszeit. Gesundheitswert 25. Das ist doch ein Anfang. Kann ich die von hier aus nutzen? Ja, so kann ich sie essen. Shift, rechtsklick. Also, boah. Wieso wollen die mir eigentlich... Hau ab! Ja, geil. Gemüse gefunden. Gemüse nichts gebracht, weil mich so ein Scheißvieh gebissen hat. Das ist doch scheiße, ey. Aber gut. Wuhu! Oha. Das sind ja mal Klippen hier. Jetzt geht gar nichts. Okay, einmal stehen geblieben. Auch nicht schlecht. Rabbel. Alter, Fahrphysik, ey. Wer braucht das schon? So, 200 Meter. Das ist schon relativ nah dran. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Das wird irgendwann irgendwie ganz komisch eingepackt. Und liegt dann da in meinem Inventar. Und verschwindet dann irgendwann, das wollte ich sagen. So. Können wir schon schlafen? Nein, wir können noch nicht schlafen. Ich würde damit gerne bis zum Morgengrauen warten. Congratulations, Commander. You have successfully completed the chapter Basic Exploration of the Robinson Protocol. Ja. Wir haben die grundlegende Entdeckungsmission abgeschlossen. Mission Robinson Protocol. Vessels. Annehmen und aktivieren. Ja, auf geht's. Soll ich wahrscheinlich kleine Raumschiffe und sowas bauen? So, ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Commander, if you want to expand your exploration possibilities, it is advised to build a hover vessel. Klingt gut. Okay, das ist eine etwas umfangreichere Aufgabe. Ich hätte es auch cool gefunden, hätten die vorab vielleicht einmal
erstmal so Grundlagen, Basenbau und sowas reingemacht. Das hätte wahrscheinlich nicht geschadet. Ich muss eigentlich Munition verballern. Da reicht ja erfahrungsgemäß auch der. Ups, eine weniger. Gewürze. Ja, hier noch ein bisschen Kupfer. Wir nutzen die Zeit, die wir haben. Ja, bis wir uns dann einmal schlafen legen können. Weil wenn wir eins gelernt haben, ne, sei es nun Alien oder Prometheus oder was auch immer, Alien-Artefakte sind nicht sicher. Von daher Vorsicht. Sieht auch noch aus wie so eine Metallkanone. Da sind wir vorsichtig. Der Kunden lieber das Umfeld erstmal. Ne, 1,33 ist noch Zeit, das ist noch ganz schön viel. Aber halt nicht genug, wenn da irgendwelcher Scheiß passiert. Und wir können halt erst schlafen, wenn die Sonne untergegangen ist. Ach, scheiß drauf. Wir machen das jetzt einfach. Knarre raus. Ja, ein bisschen auf die Ausdauer warten können wir ruhig noch. Scheißviecher, ihr seid doch überall. Nix. Ein bisschen Erfahrung farmen. 320. Ich habe keine Ahnung, ob das ein gutes Verhältnis ist oder nicht. So. Oh, das sind Triceratops. Das liegt hier. Ist das Eier? Ne, Pilze wieder. Oh, die können wir gleich essen. Zack. Oh nein. Magenverstimmung. So, Kräuterblätter fressen. Keine Kräuterblätter. Habe ich für 26 Minuten. Na super. So ein. Gut, Rohpilze fressen. Nicht die beste Idee. Wo hätte man drauf kommen können? Ist das ein Tor? Sieht nicht so aus. Schießen wir drauf? Ja, oder? Du kannst diese Struktur mit dem Multitool nicht ändern, okay? Die auch nicht. Und das? Auch nicht. Das Abbauen? Auch nicht. Okay, gibt's eine Tür? Kann da aber auch nicht rein. Okay, ich glaube, ich komme da erstmal nicht rein. Hat das was gebracht? Gucken wir mal. Was hat das Multitool jetzt? Ja, mit der Pistole mache ich ein bisschen Schaden, aber das hält sich ja massiv in Grenzen. Das finde ich schön, wenn das bei der Pistole auch angezeigt würde. Aber wird's nicht. Ein bisschen doof. So, das heißt, ich komme in die Hütte nicht rein. Ja, schön, dass wir so ein schönes Artefakt gefunden haben. Aber da nichts reißen können. Na ja, super. Das heißt für uns, ab zum Zelt. Einpacken. Gucken, dass wir bessere Ausrüstung finden. Und aufs Moped schwimmen. Noch haben wir ein bisschen Tageslicht. Ist mein Moped? Da ist mein Moped. Dann suchen wir uns mal einen schönen Platz für eine Basis. Zack. Multitool in die Hand, damit wir auch Erzlager und sowas finden. Ich hoffe, das funktioniert auch auf dem Moped. Das fremdes Gebiet. Da sind die Erzlager. Was ist das? Basis. Ach, wir haben den Basisblock da vergessen. Na scheiße, bauen wir uns einen neuen. Ich hätte
halt gern irgendwas, wo schon eine Menge Nahrung und so rumliegt und es nicht arschkalt ist. Achso, jetzt ist die Sonne untergegangen. Jetzt haben wir noch neben der Karte oben rechts 13 Stunden, bis sie wieder aufgeht. Jetzt haben wir mal ein bisschen Dämmerung. Das ist Licht anscheinend zumindest noch okay. So. Dann gucken wir mal nach einem schönen Fleckchen. Das war eine Senke. Kommen wir da hoch? Ja. Gib Kit, Junge. Was haben wir denn hier? Okay, ist das wieder dieses Wüstenbiom oder ist das was anderes? Egal, wir schlafen hier erstmal. Zack. Wir verbringen die Zeit aktuell noch lieber im Hellen. Multitool und los geht's. Oh, hier ist ein Alter. Das ist eine Menge Wüste. Nee, das ist Wasser. Geil, das ist ein Riesensee. Oder vielleicht sogar eine Kontinentalgrenze. Das ist hier rechts von mir. Ich schreibe mal einmal ab. Da sollte dann so ein Gebirgszug sein. Also einladend ist nichts davon. Ich glaube, wir werden hier erstmal an der Grenze ein bisschen lang huschen. An der Küste, nicht an der Grenze. So, mal gucken, ob wir hier durchkommen. Wahrscheinlich eher schlecht. Komm, schaff's. Geh mal Kit hier. Also was mir gerade noch ein bisschen fehlt tatsächlich, sind so generell Strukturen. Klar, cool, dass man hier ein paar Wracks findet. Oh, fuck. Aber so ein paar kleinere... Boah, gut, hier direkt am Strand fahren wir also nicht weiter. Das macht ja gar keinen Sinn. Fahren wir ein bisschen landeinwärts. Fahren dann halt wieder gegen Bäume. Statt durchklippen. Ja, ein bisschen was, was man erkunden kann, entdecken. Das ist doch perfekt. Hier haben wir gleich Gemüse, das wir abbauen können. Stirb. Zack. Hier haben wir Wasser, das wir garantiert auch irgendwie aufarbeiten können. Halt auch ein paar Insekten, meine Güte. Das sind aber nicht so. Oh, hier ist richtig viel Gemüse. Alter. Das ist ja der Shit. Hier zieh ich ein. Hier ist ja alles voll. Ah, aber auch diese Ekelviecher, die sind ganz schön scheiße. Die habe ich schon mal kennengelernt. Oh, der Knarre. Schaden hält sich in Grenzen. Aber anscheinend, wenn man nicht nah genug ran, nicht zu nah rangeht. Die Knarre bringt gar nichts, ey. Für Munition soll ich denn da reinhämmern? Ja. Nicht mal was zur Selbstverteidigung. Ja, zumindest tun die mir nichts. Das ist schon mal ein Anfang. Tut mir leid, Leute. Traut du euch nicht. Okay, es ist jetzt grün geworden. Krass. Ich krieg ein bisschen Fleisch raus. Dann ist da ein kleiner Teich auch. Das ist auch cool. Und Milch. Das klingt ja spitze. Hier ist auch noch was zu essen in Form von Pflanzenprotein. Könnt jetzt mal ordentlich Gemüsesaft machen. Ja, wenn man so viele kannst hier. Da haben wir 5 Wasser haben wir. Ein bisschen Milch haben wir. Die gibt auch ein bisschen Gesundheit wieder.
Aber wir haben vor allem ganz viel Gemüse hier, das finde ich geil. Ne, also hier in der Nähe würde ich ganz gerne irgendwie bleiben. Ich glaube hier vorne, da ist es nicht ganz so hügelig. Ne, schön mit Blick aufs Meer. Dann bauen wir uns gleich eine Kettensäge, fällen hier ein paar Bäume. Denn, obwohl, Baum im Vorgarten ist ja was Feines. Ne? Obwohl es hier ein bisschen sumpfig ist, aber meine Güte, das sehe ich jetzt gar nicht mal so eng. Es gibt halt irre viel Gemüse. Pilze gibt es auch. Da habe ich mich ja gar nicht dran überfressen. Und guck mal, bauen wir hier so hin. Und hier nach hinten Blick aufs unsere kleine Gemüsefarm. Obwohl, das zieht sich hier noch ein bisschen weiter. Wir können uns noch eine schönere Ecke aussuchen. Hier mit Strand. Oder gehen wir direkt ans Wasser. Bauen hier so einen kleinen Steg rein. Ich glaube, das mache ich. Ja, das machen wir. Das finde ich gut. Das machen wir so. So, holen wir das Multitool raus. Zack. Rohstoffabbau. Und dann erstmal Fundament hier. Oh, das geht hier aber flott. Das ist ja schon mal anders. Nee. Keine Ahnung, wie viel das jetzt waren. Ein paar auf jeden Fall. Das hier bergauf jetzt? Ne, ist glaube ich nur ein bisschen hubbelig. Und in die Richtung auch noch. Dann nehmen wir das dazwischen mal weg. Oh, das war dann auch der Baum. Was? Was ist das denn für Blödsinn? Okay. Anscheinend ist der Baum noch da. Erkennt. Wurde nur einfach aus dem Spiel genommen. Textur entfernt. Pech gehabt. Eben sieht dann auch anders aus. Aber gut. Das tut man nicht alles. So sieht auch ganz gut aus. Ja, den Scheiß auch mal weg hier. Dann setzen wir hier unsere Basis hin. Ich muss mal gucken, was ich gleich für so einen Starterblock brauche. Das mache ich jetzt erstmal, während ich... Wow! What the fuck? So, jetzt ist eigentlich warm genug, aber mit... Portabler Konstruktor. So, wo haben wir das denn? Basis, ein Kern. Was ist denn ein Kern? Wie kriege ich denn den hier? Bodenstarter-Kit. Okay, kann ich den hier vielleicht bauen? Ne. Oh, muss ich jetzt echt nochmal da hinten hin? Pflanzenbeet. Oh, sehr schön. Jetzt hier Kern, Kraftstoffzelle, Promethium. Kern, da haben wir es. Stahlplatte, Elektronik, Computer, Glasfaser. Okay. Jetzt machen wir mal das Stuff hier rein. Das nicht. Kühlschrank, hier alles rüber. Elektronik auch. Das Lithium-Erz auch. Gemüse behalten wir hier. Ist immer noch gereinigtes Wasser. Ich habe da vorhin Gemüsesaft hergestellt. Sind bescheuert. Na gut. Knospen, Alien-Teile, Bandagen haben wir noch. Und ich glaube, das ist eine Pflanzenfaser haben wir auch noch. So, kann ich jetzt noch ein Teil hier bauen? Ja, Basis-Starter-Kit. Oha. So, während der hier macht, können wir dann hier weiter unser Fundament ausnehmen. Entfernen von Steinen. Na ja, gut.
Hier schafft Platz. So, das hier auch noch weg. Und da kommt unsere Basis drauf. Ich weiß nicht, ob unter den Kern nachher rankommen muss, aber ich vermute einfach mal nein. Ich glaube, der ist für das Spiel einfach nur so ein Ausgangspunkt. Und überall, wo man den anbaut. Oh, so viel Gemüse, geilo, ey. Das wird hier geblieben. Bist du soweit? Sehr schön. Oh, noch nicht fertig. Warum nicht? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Ach, jetzt habe ich dir gerade noch ein bisschen laufen sehen. Da ist er. So, jetzt gehen erstmal irgendwas, wo ich die Nacht vernünftig verbringen kann. Ja. Ach scheiße, jetzt ist hier so. Ich hätte ihn wahrscheinlich noch drehen können. Jetzt habe ich hier so ein schräges Haus. Das ist ja auch doof. Na egal. So, dann habe ich das hier ja vorbereitet. Ein paar Betonklötze. Als Fundament, habe ich mir gedacht. Da legen wir auch schön die großen. Ich hoffe, das sind die Größen, die man machen kann. Würfel. Gepanzerte Betonblock. Und bauen hier erstmal fleißig unser Fundament. Na komm. Wie? Okay. Da muss anscheinend noch ein bisschen die Erde weg, damit das geht. So, machen wir das so. So. Zack, dann passt das. Das ist ja jetzt schon ziemlich groß. Und allzu viel haben wir auch nicht. Und wie wir die Ecke dann füllen, müssen wir mal schauen. So. Dann sollte das ja genau so gehen. Das finde ich tatsächlich sehr komfortabel. Ne, nicht jeden Block einzeln. So, ein bisschen Gestell drunter, dass es nicht ganz so dämlich aussieht. Obwohl, das ziehe ich nachher einfach unten lang. Zack, da ist das ja schon eine recht üppige Basis. Jetzt haben wir auch nur noch 14. Meine Fresse, die waren schnell weg. Stehe ich wohl gleich nochmal ein paar her. So. So. Das ist auch voll okay. Du machst mir jetzt noch ein paar Blöcke fertig hier. Stahlblöcke, Betonblöcke. Da brauche ich nämlich nur Zement für. Und für Zement brauche ich nur. Was war das? Gesteinsmehl, Kohlensubstrat. Okay. Dafür brauche ich nur Gesteinsmehl. Und Steine müsste ich eigentlich im Überfluss haben. Eisenerz, Siliziumerz, Kupfererz. Nicht so viel wie ich. Doch, hier Schotter. Noch 15. Könnten wir vielleicht nochmal ein bisschen farmen? Proteinriegel habe ich ja noch en masse. Leben ist ein Problem tatsächlich. So, was ist eigentlich aus meinem Gemüsesaft geworden? Ach, hier sind sie ja. Schau mal in der Kick. Hier noch mehr machen? Warum nicht? Gib mir Gemüse. So, jetzt muss ich mal drauf achten. Ich habe hier Wasser. Ich brauche da nur Gemüse. Das Wasser brauche ich gar nicht. Das ist ja. Ja, das ist ja easy. Ja, denn. Gönn dir. Komm. Trink den Scheiß. Wie ein großer. Haben wir jetzt im Überfluss. Geilo. Das ist echt cool. So. Da haben wir schon mal grundlegendes Fundament. Damit wir garantiert auch so schräge Teile holen können. Oder bauen können. Gucken wir einfach mal rein. Wir müssen jetzt hier ein, zwei schon fertig haben. 20 immerhin. Nicht mehr, doch. Komm, noch mal mehr. Ich brauche hohen Bedarf. Wie viel? Ich mache hier gerade mal. Wohl anscheinend speichert er ein paar Ressourcen ein. So dass man nicht
für jeden Block ein Zement braucht. Hier holen wir mehr genügend. Da ist noch eine drin, da sehe ich doch. Dann müssen wir. Naja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder 20 Blöcke. Die ziehen wir bis. Ja, hier kann ich eigentlich schon. So, jetzt gucken wir mal. Haben wir hier sowas hier? Ja, genau. Ist nur so halb hoch. Noch nichts Höheres. Slide Corner? Nee, sowas will ich nicht. Slide Corner. So, wie kann ich das jetzt drehen? Guck mal da, wo es passen würde und versuchen es da zu drehen. Das geht nicht. Ja, jetzt habe ich natürlich gleich zwei hoch. Scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich guck mal in den Einstellungen. Ich glaube, das macht gerade ein bisschen mehr Sinn. Steuerung, Tastatur, Blackhicks. Achso. Ne, das ist mich bewegen. Die Pfeiltasten. Automatische Ausrichtung, automatische Bremse, Rollen rechts, Rollen links. Raketenrucksack, cool. Jay, wenn auch echt beschwert, wie soll ich denn von Bewegung nach J rüber, ey? Was ist denn auf die Idee gekommen? Steuertafel, Kreativmenü. H. H und P werden wir gleich mal ausprobieren. Hauptschalter, Helm, Warp-Antrieb, das ist alles schon fliegen. Block rotieren. Home und End. Das wollten wir doch noch. So. Oh. Ich dachte, wir nicht wieder rauskommen und noch mehr wegmachen müssen. Guck mal, habe ich schon ein Jetpack? Na. Na komm. Oh, muss ich jetzt hier echt. Na geht doch. So, jetzt können wir den hier wieder nehmen. Können den da reinsetzen. Und hier auch noch ein. Zack, zack. Dann können wir hier wieder den. Das wird doch. Da noch so ein. Ne? Na komm. So, richtig ausgerichtet. Das ist perfekt. So. Ist ein bisschen friggelig. Aber meine Güte, wir sind da ja nicht so. Da noch ein und dann haben wir erstmal keine mehr. Gehen wir hier wieder ran. 30 haben wir noch vorbereitet. Wir haben immer noch unendlich viel Schotter. Ach, hier haben wir noch Zement. Perfekt. Wir gucken mal einmal, was wir brauchen, um ein Zement herzustellen. Zwei Gesteinsmehl. Also haben wir da oben noch Unmengen. Produzieren auch wirklich schön schnell. Ja, den können wir erstmal ordentlich hier kommen. Ah, 10er Schritten geht auch. Oh, mal 70. Für den Anfang ist das okay. Und da machen wir hier weiter. Hier ein, hier ein. Und jetzt abgeschrägt. Dass ich da die Hand wegnehmen muss, ist ein bisschen assi. Okay. Dann kann ich alles haben. Und hier dann bitte auch. Und ein bisschen Frigelitsch. Hier ein und hier ein. Ja, ist schön ausgefüllt. Oh, hier auch gleich Schiggy. Zack. Und da einen neben. Zack. So, das hier ist natürlich noch so ein Loch. Das geht mal gar nicht. Da fahren wir ja nur ständig rein. Hier ein. Der schon mal voll Blödsinn ist.
Den bauen wir wieder ab. Was? Okay. Wie lange baller ich darauf rum? Zeigt das auch nicht an. Ja, scheiße, ich kann jetzt meine eigenen Materialien nicht wegnehmen oder was? Das ist ja ätzend. Aber dann gucken wir was anderes. Okay. Von mir aus. Kann das Spiel sowas? Oder ist das fix ein Block? Das ist fix ein Block. Ich habe es mir gedacht. Wie bei Seven Days. Hab mich auch gewundert, hätten sie das anders gelöst. Naja, gut, dann ist das jetzt erstmal so. Schräge. Das ist natürlich kacke. Ne? Das heißt, ich kann ja auch nichts korrigieren. Das heißt, wenn mir was nicht gefällt, dann bleibt das so. Das heißt also, auch der hier bleibt so. Ja. Haben wir erstmal ein Fundament. Kann ich hier gegenbauen? Ja. So. Oh, eine schicke kleine Basis. Wir machen das Fundament jetzt noch fertig. Ne? Eigentlich ist die Zeit schon rum, aber scheiß drauf. Bis hier. Dann ist natürlich ein sehr eckiger Platz jetzt, aber meine Güte. Dann haben wir hier die Wasserseite. Müssen wir noch weiter? Ja, ein bisschen haben wir noch abgetragen. Ne? Könnten wir fast schon überlegen, wo wir unsere Türen bauen. Was ist das für ein Teil? Sieht ja auch ganz cool aus. Passt das irgendwie? So leicht abgeschrägt. Hier kann ich nichts mehr hinbauen. Aber hier geht das gleich. So. Machen wir das mal hier hin. Und bauen dann weiter Klötze. Da machen wir auch abgeschrägt. Zack. Zack. So. Guck mal, die noch besser. Oh, da haben wir wieder Sprungplattform hier. Jetzt haben wir wieder keine mehr. Aber der ist ja fleißig. Jo, 70 Stück. Dir. Ist auch schon fast Nacht wieder. Zack. Und dann haben wir hier eine nette. Hier machen wir noch eine Tür ran. Kann ich damit Treppen bauen? Zu allen möglichen Scheiß. Gibt es auch Treppen? Das ist ganz cool. Aber es ist keine Treppe. Es gibt Türen. All Shapes. Aber es scheint mir keine Treppen zu geben. Das ist schon mal was in der Art. Aber Rampe. Das sind schrägen, ne? Das ist natürlich Mist. Naja gut, man kann nicht alles haben. Wir kommen ja rauf. Ja. Wir haben ein Fundament. Hier werden wir einziehen. Stellen wir erstmal in unser Zelt drauf. Der kann da von mir erstmal stehen bleiben. Wo ist mein Zelt? Habe ich das? Ah, hier habe ich es. Kann ich das hier gar nicht bauen? Oh, ich verhungere gerade ein bisschen. Essen wir doch mal schnell was. Und zwar ein bisschen mehr, bevor das abläuft. Zack, ordentlich Proteinriegel reingehämmert. Und dann heilen wir uns auch gleich noch ein bisschen. Und dann geht auch fast die Sonne runter. Ihre Schiff. Kann ich das hier jetzt bauen? Ja. Daneben geht. Jo. Und dann war's das mal wieder. Ne? Ich danke euch fürs Zusehen. Und ja. Freue mich, das mit euch weiterzumachen. Der Grundriss unserer Basis steht, auch wenn er erstmal ein bisschen komisch aussieht. Da muss ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Das wird witzig. Macht aber gar nichts.
Und wir haben jetzt hier geilen Seeblick. Ich meine, mehr geht doch nicht, oder? Schön Terrasse zum See raus. Wie geil ist das? Das nehmen wir so. Das kommt richtig gut. Ich denke mal, ich werde hier noch ein paar Platten raufbauen. Und dann können wir das auch alles schön ausrichten. Ja. Dann nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.